Nabend und herzlich willkommen und hallo liebe Freunde der Miepel Show. Heute habe ich hier mal wieder was aus meiner schönen Schatzkiste. Ich habe leider nicht so auf die Schnelle rauskriegen können, aus welchem Jahr der Schatz ist. Das Spiel an sich könnt ihr kaufen. Von Amigo ist es vor ein paar Jahren nochmal rausgekommen. Es heißt Sartre, aber in dieser wunderschönen Reiseversion werdet ihr es nicht mehr bekommen. Was ist drin? Wie spielt man es? Ganz kurz erklärt, das Spiel ist von Manfred Schilling aus Berlin und enthält einen spannenden Block sowie zahlreiche abgeknabberte Dominosteine. Beim Spiel geht es darum, möglichst gewinnbringend auf dem Spielplan Kombinationen zu basteln, die 10, 11 oder 12 Punkte bringen. Nach Möglichkeit noch über diese grauen Felder, das sind sogenannte Dopplerfelder. Ähnlich wie bei Scrabble trägt man das in diesem Block ein hier. Manche sagen auch, Sartre wäre Mathematik-Scrabble. Einen Doppler trage ich hier vorne in der Liste ein. Einen Zehner trage ich in dieser Liste mit einem Punkt ein. Schaffe ich es, in einem Zug zwei Zehner zu machen, trage ich sogar eine 2 in die gleiche Reihe ein. Eine 11 und eine 12 sind ungleich wertvoller. Eine 12 bringt 4 Punkte, zwei 12 bringen 8 Punkte. Und hier habe ich es offensichtlich, wie habe ich das denn gemacht, geschafft, drei 12 in einem Zug zu basteln. Deshalb gab es da 12 Punkte für. Schaffe ich es, eine ganze Reihe voll zu kriegen, kriege ich nochmal einen extra Bonus. Habe ich einen Doppler, verdoppelt sich das gesamte Ergebnis. Am Ende des Spiels muss ich Punkte abziehen für Steinchen, die ich noch auf der Hand habe. Es ist ein wunderschönes Spiel, es macht Spaß und jeder, der halbwegs sicher im Zahlenraum bis 12 ist, sollte dieses Spiel 1000-mal gespielt haben. Wie gesagt, in dieser schönen rutschfesten Version, naja, fast rutschfesten Version, ist es nicht mehr zu bekommen, aber bei Amigo kriegt ihr es noch. Sartre, so schreibt man's. Vielen Dank, der fragt.